Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer weiteren Folge von Let's Collect Panini Euro 2020. Gestern habe ich die letzten Sticker-Tütchen ausgepackt und heute werden wir unsere letzten Sticker nachbestellen. Ich finde, diese Folge ist auch nochmal ganz, ganz wichtig für alle, die sich jetzt noch interessieren, eine Box zu holen oder die Sticker anfangen zu sammeln wollen oder die Sticker schon bestellt haben, aber nicht genau wissen, wie das Ganze funktioniert, um die Sticker nachbestellen zu können. Mir fehlen ja noch, gestern habe ich es nachgezählt, ich glaube 28 Sticker. Ich habe sie mir hier alle aufgeschrieben, welche Nummern es sind. Ich habe hier ein Blatt Papier, Belgien 5 von 17, Kroatien 20, Tschechien 28. Also ich habe alle Nummern hier notiert, weil die sind jetzt gleich wichtig, weil die muss ich dann natürlich gleich angeben. Aber Leute, wenn ihr so eine Box bekommen habt, die bekommt ihr übrigens im Panini Online-Shop, da zeige ich es euch auch gleich nochmal. Wenn ihr diese Box habt, nur mit dieser Box kann man sich nochmal 50 Sticker kostenlos, sage ich mal, nachbestellen. Weil unter dieser Box befindet sich hier, ihr seht ihn, ein QR-Code. Mit diesem QR-Code, das darüber, also nicht mit diesem QR-Code, sondern darüber ist eine 10-stellige Zahl, Leute. Darüber ist eine 10-stellige Zahl, 41001643019. Das ist jetzt meine Zahl, die ich gleich dann eingeben werde im Panini Online-Shop, weil ich mir jetzt die Sticker nachbestellen werde. Deswegen hatte ich euch die Zahl auch genannt, weil in jeder, unter jeder Box ist natürlich eine andere Zahl, ist ja logisch. Genau, da, diese Zahl ist ganz, ganz wichtig. Also nicht die Box wegschmeißen, wenn ihr die Stickertüten ausgepackt habt, weil ihr braucht diesen Code. Mit diesem Code könnt ihr euch dann nochmal 50 Sticker nachbestellen. Und da mir ja nur 28 Sticker fehlen, werde ich aber trotzdem 50 Sticker nachbestellen, weil wir möchten ja noch unser Dream Team einkleben in das Stickerheft. Und das heißt, ich habe noch genügend Plätze frei, sage ich mal, oder genügend Sticker zur Auswahl, die ich halt auswählen kann. Ich werde mir nochmal einen Ronaldo mitnehmen, aber ich würde sagen, wir switchen jetzt erstmal hier rein. Hier seht ihr die gestrige Folge. Panini UEFA Euro 2020 Sticker. Let's collect die letzten Packs. Auf Ehrenbruder-Basis hier ein Däumchen nach oben da lassen, Leute. Ist ja ganz klar. Und hier unten in der Videobeschreibung habt ihr dann den Link. Da geht ihr rauf. Also jetzt, es steht da zwar da, jetzt eure 2020 Sticker bestellen. Aber wenn ihr auf diesen Link klickt, dann kommt die halt zum Panini Online Shop. So. Ganz, ganz wichtig, hier ist das Bundle, was ich halt immer angesprochen hatte, dass man halt hier Geld spart, ansonsten eigentlich 98 Euro, hier zahlt man 86,99, das Ganze ist versandkostenfrei, ihr supportet mich dabei noch, also es hat eigentlich nur eine Win-Win-Situation, ne? Und ihr kriegt sogar noch alle deutschen Sticker gratis mit dazu, aber darum geht es heute nicht, sondern, ja, es geht darum, dass ihr einfach ein bisschen nach unten scrollt. Hier seht ihr noch Bilder, Informationen und hier steht, bis zu 50 Sticker kostenlos nachbestellen. Das Einzige, was ihr zahlen müsst, sind die halt die Versandkosten. Aber ich denke mal, das ist ganz normal. So, dann seht ihr hier, der Gutscheincode findest du auf der Unterseite der Box mit 120 Stickertüten, was ich euch gerade eben schon gezeigt habe. Und dann gibt es hier den Link, besuche die Website unseres Nachbestellservice. So, dann geht ihr hier rauf, da kann man nämlich raufklicken auf Nachbestellservice. Zack, dann werden wir hier weitergeleitet zu der, ja, zu der nächsten Panini-Seite, sage ich mal. Und hier kann man sich dann, hier steht zwar 25 Cent pro Sticker, kostet es eigentlich, aber durch den Gutscheincode ist es dann für uns kostenlos oder für alle, die halt diese Box haben. Genau, also, uns fehlen folgende Sticker. Jetzt müssen wir hier halt natürlich abhaken und jetzt müsst ihr natürlich immer, ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr auch die richtigen Sticker hier reinhaut, ne, die 5 fehlt mir, zack, dann fehlt mir die 17, das ist Vincent Kompany, das ist richtig, Kroatien 20 fehlt mir, Croatia, Ivan Rakitic, zack, nehme ich mit, wir gucken uns gleich nochmal alle Sticker an, sodass ich auch natürlich, ich nehme 50 mit, ne, wenn man 50 gratis bekommt, nimmt man natürlich 50 mit, Tschechien 28, habe ich fast vergessen hier, Tschechien 28, Ondrajek, dann Dänemark 20, ein Glück habe ich alles auch, wie es halt hier auch aufgelistet ist, sage ich mal, ne? Wie im Heft, ne? Hier seht ihr auch die Nummern. 120 ist eigentlich Ondrajek. Dann 140, Daniel was? Dann 23, Cornelius und Gyutkia. 25, zackig, knackig. Nummer 5 von England ist Group 2. Und den guten John Stones, Simonsi. John Stones ist die 17. Dann haben wir die 5. Die 5 Spanien habe ich vollständig. 5 von Finnland nämlich. Wieder Group 2 hier Sticker. Frankreich, da war es ein bisschen, ja, ein bisschen, wie soll man sagen, da lief es nicht so gut. Da fehlt mir ein Blaise Matuidi, da fehlt mir ein Paul Pogba, da fehlt mir ein Olivier Giroud
und da fehlt mir sogar auch noch ein Nabil Fekir. Normalerweise könnte ich auch direkt einen Mbappé mitnehmen, weil meine Aufstellung, wartet mal, ich guck mal ganz kurz im Heft hier, Leute, ins Sammelheft, weil in der Mitte ist ja My Dream Team. Und da kann man sich die Formation aussuchen. Da ist genügend Platz und drei Ersatzspieler hat man auch noch. Also wir müssen insgesamt eigentlich 14 Sticker nachbestellen, die wir in unser Dream Team einkleben wollen. So, aber erstmal weitermachen hier mit der Liste. 16. Das müsst ihr jetzt wahrscheinlich dann nicht machen, weil ihr kriegt ja mit dieser Box alle deutschen Sticker mit dazu. Ich habe auch alle deutschen Sticker bekommen, die habe ich aber nicht genutzt, die Sticker habe ich nicht genutzt für die Serie Let's Collect. Die Sticker hatte ich ja genutzt, um die deutschen Sticker schon in mein privates Album einkleben zu können. Das habt ihr auch schon gesehen, ich hatte schon mal ein Video gemacht, wo ich alle... Nein! Och nö, jetzt muss ich alles nochmal machen. Ich habe gerade die Cookies bestätigt und das war's komplett. Ja, Cookies bestätigen und dann anklicken. Ja moin, perfekt. So, bei Deutschland bin ich stehen geblieben. Dadurch angesprochen, wie gesagt, die deutschen Sticker, da werdet ihr keine nachbestellen müssen, wenn ihr euch das Bundle holt, weil ihr die ganzen deutschen Sticker ja schon gratis mit dazu bekommt. Einen Kai Havertz kann man aber sich immer mitnehmen, Leute, würde ich sagen. Auch wenn mir Kai Havertz nicht fehlt, aber ich habe ja sowieso mehr Platz. Ich habe ja, also 8 Sticker kann ich mir, glaube ich, nochmal alleine aussuchen. Weil 28 fehlen mir, 14 Sticker für das Dream Team. Bedeutet 42 und 8 nochmal dann für mich. Dann nehme ich definitiv einen Kai Havertz mit. Niederlande Nummer 1. Niederlande Nummer 1. Italien war vollständig. Netherlands das Logo. Dann Polen. Polen Nummer 3. Russland 24. Portugal ist auch vollständig. Russland 24. Gleich ist es unten wichtig. Ich hoffe, der Code funktioniert. Ne? Also das wäre Jonas Omlin. Ne? Jonas Omlin steht im Gespräch bei der Hertha. Ein richtig, richtig ein guter Keeper mit sehr, sehr viel Potenzial beim FC Basel unter Vertrag derzeit. Mal gucken, ob er kommt. Loris Karius steht ja auch im Gespräch. Ulreich. Also wenn ich mir jemanden von diesen drei Keepern aussuchen könnte. Jetzt mache ich gerade was falsch. Nee. Schweiz. Ne, Schweiz 8, 9 und 22. Ne, ich habe alles richtig gemacht. Wenn ich mir einen von den drei Keepern aussuchen könnte, Leute, hier, ne, ich bin nicht multitaskingfähig, ich rede hier und wähle die Nummern aus. Wenn ich jemanden von den drei Keepern auswählen könnte, wäre es Jonas Omlin. Den würde ich sehr gerne sehen im Tor der Hertha. Wenn nicht Jonas Omlin, dann lieber einen Loris Karius. Und wenn kein Karius, ja, dann halt einen Ulreich. Aber dann kann man eigentlich gleich einen, Jahrschein drin behalten, finde ich. So, das waren jetzt die Sticker, die mir fehlen. Und jetzt suchen wir uns ein paar Sticker aus, die wir einkleben in unser Dream Team. Natürlich Ronaldo, ich fange im Sturm an. Ronaldo und neben Ronaldo würde ich schon gerne einen, ja, entweder einen, oder ich spiele Flügel, ne? Mit Serge Gnabry im linken oder im rechten Flügel und mit einem Leroy Sané. Ronaldo und Serge Gnabry, würde ich sagen. Das war 4-3-3 spielen. Dann muss ich mal gucken, wen wir hier noch so mitnehmen könnten. Luka Modric im zentralen Mittelfeld. Klicke ich mal an hier. Weil wir haben ja auch nur die europäischen, klar, ne? Es ist die Europameisterschaft. Wir können jetzt hier keinen Neymar bestellen oder so. Tschechien, Dänemark. Ja, wer soll im Tor stehen? Soll im Tor Manuel Neuer stehen? Ich will eigentlich auch nicht die ganze Zeit nur Deutsche mitnehmen. Oh, Sancho müsste man... Ich spiele lieber Jadon Sancho oder Sterling. Sterling eigentlich auch. Ach komm, ich nehme mal Sterling auch mit. De Gea im Kasten. Ramos auf jeden Fall als Innenverteidiger. Sergio Ramos. Neben Ramos Varane. Dann auf jeden Fall ein Kanté im Mittelfeld. Kanté, Modric habe ich jetzt im Mittelfeld und dann noch einen Mittelfeldspieler, einen Zentraler. Ja komm, ich stelle ins Tor bei uns einen Marc-André Ter Stegen, Leute. Kein Manuel Neuer, sondern Ter Stegen. Dann nehme ich auf jeden Fall auch einen Kimmich mit als Rechtsverteidiger. Oh, Leute, ich habe viele Deutsche, aber egal, Leute, ich finde einfach die Deutschen einfach am besten. Ist einfach so. Dann Ukraine, Türkei. Dann hat man da noch Schweden. Also ich habe jetzt... Ronaldo im Sturm, links, rechts, entweder Serge Gnabry, Sané und Sterling, habe ich halt drei Spieler zur Auswahl. Mittelfeld Modric,
Kante, ein Zentraler fehlt mir noch. Da müssten wir uns jetzt überlegen. Im Kasten habe ich Ter Stegen. Nämlich hier jemanden aus Dings mit. Hier, Guerrero könnte man auch über links spielen lassen. Ich klicke mal noch Guerrero mit an. Einen Piontek kann man auch immer mitnehmen. Ich habe ja sowieso ein paar mehr zur Auswahl. Piontek, oh Leute, dann nehme ich auch noch einen Boyata mit. Ist ja auch ein härter Sticker hier. Boyata, irgendwann will ich die ja unterschreiben lassen. Hier einen, ich wollte gerade sagen, einen Frankie de Jong. Einen Frankie de Jong, der kommt bei uns im Mittelfeld dann noch mit rein. Dann ist unser zentrales Mittelfeld komplett. Jetzt fehlt aber noch einen Linksverteidiger. Oder ich stelle da halt einen Guerrero rein. Oder einen Alaba, ganz klar. Ein David Alaba, Linksverteidiger. Jetzt habe ich doch alle, ne? Wie viel habe ich jetzt angeklickt? 44, also 6 habe ich noch sogar. 6 habe ich noch. Ich würde sagen, ich nehme hier diesen ersten Sticker mit, Leute. Der geht auch immer klar. Dieser Panini-Seitfallzieher. Das ist der 1, 2, 3, 4, 5. Sticker. Der Panini-Glitzer-Seitfallzieher. Der hier. Panini und Skills nehme ich mit. Zack, habe ich 46 und den anderen 4. Dann nehme ich jetzt noch 4 Glitzer-Sticker mit, Leute. Glitzer-Sticker gehen halt auch immer klar. Ich nehme mal... ich muss ja entweder die 1 mitnehmen oder der Kapitän, ne? So, wer ist denn der Kapitän hier? Ramos hatte ich ja sowieso schon mitgenommen. Frankreich. Nehme ich Lloris nochmal mit einfach. Das Frankreich-Logo nehme ich auch mal mit. Und von... Ne, von Deutschen eigentlich nicht, ne? Weil die deutschen Sticker hat man ja sowieso immer, wenn man... Man kriegt ja sowieso schon immer alle gratis mit dem Bundle. Deswegen würde ich das eher nicht sagen. Ich nehme hier einen Ben Yedder mit. Der hat mir ja noch gefehlt. Einen Jonas Omlin nehme ich einfach mal mit, weil der spielt ja hoffentlich bald bei der Hertha. Gehe ich jetzt einfach... Ach so, habe ich ja schon. Ja, moin. Nehme ich aber noch einen Jan Sommer. Ne, ich nehme das Schweizer Logo mit. Wie viel habe ich jetzt? 50. Jetzt habe ich perfekt 50, Leute. Ich habe meine 50 Sticker ausgewählt. Unser Dream Team ist da auch dabei. Und jetzt muss ich den Online-Code hier eingeben. Bei mir ist der nämlich 164319. Zack. Geburtsdatum und klappt er? Entonces, esperemos que tenga razón. Also das war jetzt mein Fehler. Den Code müsst ihr nicht hier eingeben. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das war jetzt mein Fehler. Sondern ihr müsst zuerst das Ganze hier in den Warenkorb packen. So Leute, ich habe jetzt alle Sticker hier in den Warenkorb eingefügt. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe gedacht, den muss man da eingeben. Aber... man muss erst alle Sticker in den Warenkorb halt einfügen. Hier seht ihr jetzt zwar 12,50 als Zwischensumme, sage ich mal. Aber jetzt muss ich hier den Code eingeben. Huch, das war es wirklich komplett. Also 41001643019. Gutschein einlösen. Und jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Und da seht ihr es, zack, Rabatt mit dem Code, der halt hier unter der Box steht. Und easy peasy, Gesamtsumme 0 Euro. Wunderbarski, Leute. Ich gebe jetzt hier alles an. Ich gebe meine privaten Daten an, meine Adresse. Hier Postleitzahl, zack, zack, zack. Dann gehe ich zur Kasse und bestelle jetzt die 50 Sticker. Wenn sie dann ankommen, werde ich natürlich ein Video machen. Und dann gibt es nochmal die finale Let's Collect-Folge. Aber an alle Let's Collect-Fans, es geht morgen weiter. Jetzt fragt ihr euch... Wie denn es? Es geht morgen weiter. Ja, es geht morgen weiter. Schaltet wieder ein um 18 Uhr, Leute. Mehr sage ich nicht. Mehr verrate ich jetzt hier nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder morgen. Haut rein und Tschüssikowski.